Tröpfchen können nicht mehr warten, wollen endlich aus der Wolke starten. Mit ihnen reist Freund Aqualino, macht Bilder für das Tröpfchenkino. Es blitzt und donnert, kracht und knallt, das ist ein Startschuss, das es hallt. Dem duftend frischen Regen Segen streckt Busch und Baum sich schon entgegen. Doch eine Wolke, schwarz und speckig, macht viele von den Tropfen dreckig. Nur Aqualino ist gut drauf. Die Talsperre, sie fing ihn auf. Die Wasserläufer schrecken auf und fliehen fort in schnellem Lauf. Kaum fühlt sich Aqualino wieder frisch, da landet er auf einem Fisch. Als beide seine Freunde finden, sieht man die grad im Rohr verschwinden. Doch bleiben sie nicht lange dort, zum Wasserwerke geht es fort. Jetzt kann das Fischlein nicht mehr weiter und wirft ihn ab, den kleinen Reiter. Doch kommt ein kleiner Frosch heran, der Aqualino tragen kann. Als sie am Wasserwerke stehen, ist eine Tafel dort zu sehen. Darauf genau geschrieben steht, wie diese Reise weitergeht. Das Wasserwerk soll nun vermeiden, dass unsere Tropfen dreckig bleiben. Drum drückt sie eine Pumpe alle hinein in diese Filterhalle. Durch Sand und Kies hindurch gepresst, ein jedes seinen Schmutz hier lässt. Kaum schauen die Tröpfchen wieder vor, kriegt jedes noch ein bisschen Chlor. Im Hochbehälter ganz ruckzuck entsteht genügend Wasserdruck, damit das saubere Wasser dann in jeden Haushalt fließen kann. Am wichtigsten jedoch ist eines: Schmutzig bleibt der Tröpfchen keines. Damit dabei kein Quatsch passiert, wird alles strengstens kontrolliert. Ein flottes Bienchen fliegt herbei, es zeigt dem Tropfen allerlei. Während sie in die Häuser spähen, kann man die anderen Tröpfchen sehen. Die haben wahrlich ihren Spaß, im Bad und Küche strömt das nass. Auch Aqualino packt das Fieber, er springt mit Lust zu ihnen rüber. Da, wie ein wilder Sausewind, das Wasser durch die Rohre rinnt. Am anderen Ende angelangt, staunt Aqualino, hofft und bangt. Doch kommt es besser als gedacht und Aqualino strahlt und lacht. In einer großen Kläranlage erkennt er schon die Freunde. Waage. Im Rechen bleibt der ärgste Schmutz, das Vorklärbecken feiner putzt. Und im Belebungsbecken dann das Wasser wieder atmen kann. Was Sand und Klärschlamm nicht gefressen, wird von Bakterien aufgegessen. Die Tröpfchen wundern sich dabei. Das war ja fast wie Zauberei. Der Traktor bringt den alten Schlamm aufs Feld, wo er noch nutzen kann. Zu guter Letzt im Nachklärbecken sich alle Tröpfchen fröhlich strecken. Blitz, sauber und mit Hochgenuss geht's wieder in den nächsten Fluss. Wo man sich eine Pause gönnt, auf einem trockenen Steine sonnt. Doch sitzt man gar nicht lange dort, genießt in Ruhe diesen Ort, schon streckt Frau Sonne ihre Glieder und holt sich alle Tropfen wieder. Wenn das kein prima Zustand ist, so von der Sonne aufgeküsst, auf unserer Wolke übervoll, warten die Tropfen hoffnungsvoll. Die Spannung knistert, steigert sich im Filmsaal schon ganz fürchterlich. Licht aus und Start, ruft Aqualino. Los geht es mit dem Wolkenkino. All diese kleinen Tropfen sehen, auf welche Reise sie bald gehen. Doch Aqualino meint, schaut her, hier lernt ihr noch ein bisschen mehr. Ob Wasser, Luft, Licht oder Erde, im Kreislauf alles eines werde. Von wo es kommt, kehrt es zurück. Das ist für alle Welt ein Glück. Und die Moral von der Geschichte? Das schöne Leben gäbe es nicht.